zur Feier dieser heiligen Eucharistie, zur Heiligung des Tages, nämlich jenes Tages, der eine zweifache Dimension hat. Einerseits die Feier des Gottesdienstes und die dazu gehörende Arbeitsruhe. Zum ersten Aspekt ein Wort des Zweiten Vatikanischen Konzils, dessen Lehre alle Katholiken verpflichtet. Ich zitiere: An diesem Tag, nämlich dem Sonntag, müssen die Christgläubigen zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören und an der Eucharistiefeier teilzunehmen. Denn der Herrentag, das ist eben der Sonntag, ist Fundament und Kern des ganzen liturgischen Jahres. Und was die zweite Dimension des Sonntags betrifft, ist die ihm dienende Arbeitsruhe, heute besonders schwierig geworden. Aber diesbezüglich greife ich ein Wort unseres Diözesanbischofs auf, der in einem ganz aktuellen Hirtenbrief anlässlich der 700-Jahr-Feier der heiligen Notburger von eben am Achensee, ausgehend von